Diese Musik, ne? Ohne Scheiß. Wie ihr unschwer erkennen könnt, ne, spiele ich jetzt GTA 1, eine neue Spieleserie, die ich anfange. Und ich heiße euch herzlich willkommen hier heute am 25.03.2014, nachdem ich die zweite CD von Final Fantasy 8 beendet habe, spiele ich nun, beziehungsweise ich fange nun, eine Spieleserie an, die heutzutage einfach eine der erfolgreichsten schlechthin ist, nämlich Grand Theft Auto, a.k.a. GTA. Ja, das Spiel kam damals 1997 raus. Eine Sache vorweg. Also ich weiß auf jeden Fall, dass es einige Leute gibt, die halt mit dem ganzen GTA-Zeug so was nichts anfangen können, was ich aber auch nachvollziehen kann irgendwo. Ich sag mal, würde ich jetzt so die neuen Teile erst kennenlernen, also hätte ich vorher niemals mit GTA zu tun gehabt oder so, würde ich wahrscheinlich genauso darauf reagieren. Also genauso wie jetzt auf Minecraft oder LOL oder so ein Scheiß, ne? Merkt man schon, dass ich das einfach Scheiße nenne. Weil einfach, egal wo man hinkommt, man ahnt nichts Böses, man wird einfach mit diesem Spiel zugespammt. Ob jetzt bei YouTube, überhaupt im Internet, wenn man irgendwie nach Videospielen guckt, überall liest man nur GTA, hier GTA, da, bla bla bla. Und da kann ich schon verstehen, dass einem diese Spieleserie einfach auf den Sack geht. Bei GTA 1 war es allerdings noch was ganz, ganz anderes. Also ich finde, glaube und denke, ja, alles zusammen, dass GTA 1, ja, ein Klassiker kann man zwar schon sagen, aber es hat auf jeden Fall Kultstatus. Will ich mal so sagen. Ich glaube, Rockstar Games hat, glaube ich, sogar, ich meine, die haben das zwischendurch mal kostenlos als Download angeboten, also GTA 1 und den zweiten Teil. Ist momentan, glaube ich, nicht möglich, wenn ich das richtig bei YouTube, sag ich schon, im Internet gelesen habe. Aber ich weiß nicht, das ist halt, ich finde das Spiel einfach total geil. Also ihr werdet gleich schon sehen, warum. Erstmal noch ein paar Worte vorweg. 1997 kam das Spiel raus, habe ich ja schon erwähnt. War eigentlich ein Fan, will ich jetzt nicht sagen, der ersten Stunde, aber ich hatte es schon ziemlich früh nach dem Release gespielt. Hab's auch ziemlich gesuchtet, bin nur nie auf die Idee gekommen, das offiziell durchzuspielen. Also GTA ist ja bis zum heutigen Tage so, dass sie da alle möglichen lustigen Cheats eingebaut haben, womit man einfach Spaß haben kann. Ich weiß nicht, ob die Musik zuckt, also kurzer Einwurf. Habe ich auch gerade schon bei den Intros gesehen hier, bei den Spielemachern, dass es halt relativ gezuckt hat. Ist aber kein Problem, weil hier kommen so gut wie gar keine, so gut wie gar keine Sequenzen vor. Allerdings, genau, was wollte ich jetzt sagen, wo war ich gerade stehen geblieben, bla bla, genau, habe ich damals echt heftig gespielt mit Kollegen immer, also, was heißt mit Kollegen, ich habe zugeguckt und er gespielt, haben wir uns abgewechselt und so, war richtig geil, also mit den ganzen Cheats hat es auch schon eine ganze Menge Bock gemacht, muss ich schon sagen, leider. Warum sage ich leider? Weil das Spiel, wie auch die neueren Teile, ja, ziemlich umstritten ist, so wie ich es mal nenne, weil, so viel kann ich mal verraten. Man kann das komplette Spiel theoretisch durchschaffen, ohne eine einzige Mission zu machen. Ja. Aber dazu dann mehr in den Missionen selbst. Ich spiele hier übrigens die PlayStation 1 Version. Ich meine, wer hätte es nicht gedacht? Ihr habt ja das Intro gesehen von der PlayStation 1. Ja, und auf jeden Fall, hier gibt es kleine Veränderungen im Gegensatz zur PC-Version. Ich weiß nicht, ob ihr die PC-Version kennt. Also, es gab es, glaube ich, damals für PC, DOS, PlayStation 1. Und ich glaube, für Game Boy Color kann man es, glaube ich, später auch nochmal raus. Auf jeden Fall, bei der PC-Version gab es, glaube ich, Feuerwehrautos. Da kann ich mich, glaube ich, noch relativ gut dran erinnern. Züge und Helikopter. Also, okay, Helikopter gab es nur in der Mission. Die gibt es hier auf jeden Fall nicht. Also, keine Feuerwehrautos und keine Züge. Ja. Außerdem, das erzähle ich dann gleich. Ich wollte aber noch kurz was sagen. Das Spiel ist ja noch nicht von Rockstar Games, sondern von GMA Design, die auch damals sehr viele Spiele für den Amiga gemacht haben. Also richtig gute Spiele auch, zum Beispiel Lemmings haben sie gemacht, Walker und ich glaube Hybrid Guns haben sie auch gemacht. Auf jeden Fall richtig geile Kracher und dann kommt hier sowas noch. Einfach richtig gut. Bemängelt haben die damals bei diesem Spiel unter anderem die Grafik, weil die ist echt sehr, sehr, sehr schlicht, so wie ich es mal nenne. Gelobt hingegen gut die Musik. Und das Interessante bei diesem Spiel ist, falls ihr eine PlayStation 1 da habt und das Spiel, macht mal die PlayStation auf, legt das Spiel ein, geht in dieses komische Menü hier, wo ihr Memory Card und sowas auswählen könnt. Dann geht ihr auf Musik-CD, also Musik abspielen, und dann schließt ihr die Klappe. Dann könnt ihr nämlich die Musik, die ihr jetzt gerade hört, ne, könnt ihr quasi in Form von Liedern abspielen lassen, wie als hättet ihr eine Musik-CD drin. Das finde ich einfach ein richtig geiles Feature. Da habe ich auch damals mit meinem Kollegen, habe ich einfach gesessen und habe dann einfach nur die Sachen auf eine Kassette aufgenommen, auf eine Hörspielkassette. Ja, ich bin alt, ich weiß. Gut, bevor wir jetzt aber nochmal kurz, bevor wir loslegen, noch eine kleine Sache, also was heißt eine kleine Sache, ich wollte euch gerade nochmal kurz meine Geschichte erzählen zum Spiel, denn mein Bruder hatte es damals vor, Alter, 17 Jahre ist das Spiel schon alt, meine Fresse, vor 17 Jahren ungefähr hatte der es mal irgendwie abends mitgebracht oder so, da konnte ich das einen Abend lang zocken und ich fand es eigentlich ziemlich gut, weil ich mir von dem Spiel sehr viel versprochen habe, weil ich dann so dachte, boah, da gibt's schon voll das und das und das und das, was sich hinterher auch teilweise bewahrheitet hat, was mir sehr gut gefallen hat.
Und dann irgendwann hatte ein Kollege das Spiel und wir haben es einfach nur gesucht. Ich habe es auf dem PC gespielt, also ich hatte zwar keinen PC, aber wenn ich mit Kollegen war, habe ich es auf dem PC gespielt. Ich habe es auf der PlayStation gesucht und ohne Ende und bleh. Ja. Jo, und dann gab es noch bei Steam, glaube ich. Über Steam lassen sich die Teile, glaube ich, auch kaufen. Allerdings gibt es da wohl Kompatibilitätsschwierigkeiten, wie ich das mitbekommen habe. Ja, ich habe mich heute mal ein bisschen informiert. Guck mal an. Ja. Und ich spiele es hier aber hingegen von der PlayStation 1 gibt es eine Grand Theft Auto Collector's Edition. Da sind drei Teile drin, leider ohne Karte, also beziehungsweise normalerweise ist da wahrscheinlich die Karte im Lieferumfang mit enthalten. Bei meiner Sammlung leider nicht, ich habe nur die Spiele und die Anleitungen. Jedenfalls ist da GTA 1 mit drin, dann gab es nämlich zu GTA 1 noch ein Add-on, was ich auch noch spielen werde, nämlich GTA London. Das hatte ich damals sogar durchgespielt, fällt mir gerade ein, mit einem Kollegen zusammen, und GTA 2. GTA 2 ist auch richtig gut. Aber wir fangen jetzt erstmal mit der Geburtsstunde der GTA-Reihe an. Eigentlich schon ein klein, leicht epischer Moment, weil man hier einfach merkt, wo die Serie, die heute einfach, weiß nicht, wo du einfach stundenlang durch die Stadt fahren kannst, du kannst irgendwas sehen mit 4 Milliarden Easter Eggs und einer geilen Story, geil erzählte Story auch, mit richtig viel Stil und richtig vielen Sachen, die man erledigen kann, wo diese Reihe einfach ihren Ursprung gefunden hat. Und ihr werdet euch erschrecken, wenn ihr die Grafik seht und das Spiel noch nicht kennt. Okay, gut, dann können wir jetzt auch, ja, es hat eine Speicherfunktion, das ist gut. Können wir gerade mal in die Steuerung reingucken? Also, Analogsteuerung gab es aber nicht, da zeigt man schon, wie alt das Spiel ist. Okay, man kann Waffen wechseln mit L als Erste. Spezial ist, glaube ich, ja, okay, ich glaube, ich weiß, was es ist. R1-Bremse ist, glaube ich, die Handbremse, wenn ich mich nicht täusche. Dreieck ist Rückwärtsgang bzw. Rückwärtslaufen. Angreifen vorher auf Kreis, okay. Vorwärts mit X und mit 4 kann man Wagen klauen und so. Natürlich gibt es die auch als Wagen klauen, ist ja klar. Wiederhole Nachricht, okay, alles klar. Quietsch! Ich muss aber noch eine Sache kurz mal ändern. Langsam, weil ich würde die Texte gerne vorlesen. Hilfe! So, okay. Neues Spiel, würde ich sagen. So, jetzt können wir uns hier nämlich einen von leider nur 4 Charakteren auswählen. Aber den Travis, den Bubba, den Troy und den Kivlov. Wie man sieht, das sind einfach nur alles Männer. Auf der PC-Version kann man noch 4 Frauen auswählen. Also nur eins davon kann man nicht auswählen. Rechts daneben, da sehen wir hier zum Beispiel hier Bubba Scores, Bubba Sparks, Gangsbang, He's the Almighty, Mandarin Mayhem und so ein Kram. Das sind die verschiedenen Level. Das heißt, ihr seht jetzt auch, das Spiel hat nur 6 Level. Aber keine Sorge, das geht nicht so schnell vorbei, wie ihr euch vielleicht vorstellen könnt, mögt. Ich nehme den alten Russen, werde ihn aber umbenennen. Wenn ihr Cheats benutzen wollt, ist das genau euer Bildschirm. Ich kenne auch noch den Cheat für alles freischalten. Das ist, glaube ich, the shit, wenn ich mich nicht täusche, aber das möchte ich ja gar nicht machen. Deswegen, nehmen wir ihn einfach mal so, ne? Wo ist er denn hier? Warum kann ich halt die kleinen Buchstaben wählen? Nö, kann ich nicht. Gut, Zug-Zui. So, sehr schön. Okay, Moment. Ja, okay, das war richtig. Auswählen. So, und schon jetzt sieht man eine bekannte Stadt, nämlich Liberty City, wo, glaube ich, GTA 3 spielt, GTA Liberty City Stories und ich meine auch GTA 4, wenn ich mich nicht täusche. Ich habe zwar gespielt, aber ohne Story. Und die erste Mission, beziehungsweise das erste Level in Liberty City ist Gangsta Bang. Also ich werde euch gleich erstmal ein bisschen was zum Interface erklären. Übrigens, das ist ein Spiel, wenn man es zu lange spielt, dann spackt das Spiel einfach ab. Also ich hatte es mal, dass einfach alles rumgehüpft ist und dann irgendwie explodiert ist. Und das war relativ scheiße, weil ich dann gestorben bin. Und dann hat sich die Playsee aufgehangen. Tja. Was will man machen? Ich habe das Spiel übrigens schon mal durchgespielt, vor kurzem, sogar vor 1-2 Jahren, glaube ich. Vor 2 Jahren dürfte es eher hinkommen. Sieh zu, dass du den Aufträge an Land ziehst. Um welche zu kriegen, nimm die Anrufe im South Park entgegen. South Park, haha. Und denk dran, wenn du Mist baust, bist du dran. Ja, wir sind diese lustige kleine Gestalt hier, ne? Man will es gar nicht meinen. Wir können schlagen. Und mit R2 können wir rülpsen und furzen. Der Pfeil zeigt uns an, wo unsere Missionen sind. Ganz oben rechts, ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt, neben der größeren Null, die Null stellt unsere Punkte dar, ist ein grünes X4. Das bedeutet, dass wir 4 Leben haben. Ja, wir haben hier nicht unendlich Versuche. Darunter seht ihr eine gelbe X1. Das bedeutet, dass unser Multiplikator X1 ist. Und wenn man jetzt mal schaut, wenn man Start drückt, 0 von 10 Missionsziele, das heißt, es gibt 10 Missionsziele, 7 Secrets und Punkteziel 1.000.000 Punkte. So, jetzt kommt nämlich die Krux, auch ein Grund, warum das Spiel damals so einen Kultstatus genossen hat und auch heute noch genießt. Man muss eine Punktzahl erreichen, um ein Level abzuschließen. Man muss aber keine Missionen abschließen, um diese Punkte zu bekommen. Es vereinfacht es zwar ungemein auf jeden Fall, aber wenn wir, ich glaube, ich kann euch das jetzt schon demonstrieren, die Steuerung ist ein bisschen komisch. Also man drückt X, dann läuft man, dann muss man hier mit links und rechts irgendwie so ein bisschen rumeiern. Ich glaube, so kann ich euch das jetzt schon zeigen? So, okay, nein. Wir haben jetzt dafür keine Punkte bekommen, weil wir den Wagen nicht geklaut haben.
Hätten wir den Wagen gestohlen, hätten wir Punkte bekommen. Und es gibt hier so viele Möglichkeiten, Punkte zu bekommen. Ich glaube, Unfälle geben uns schon Punkte. Und jetzt kommt nämlich das Schlimme. Morde. Wenn wir Leute ermorden. Das bringt uns auch Punkte. Ja. So, hier ist eine Pistole drin. Das weiß ich noch. Jetzt können wir uns eine der vier Missionen auswählen, was eigentlich ganz geil ist. Weil wir dadurch keine lineare Reihenfolge haben. Also keine, wir müssen die nicht linear machen. Wir können uns einen aussuchen und jede Telefonzeit eine andere Mission. So, wir nehmen aber trotzdem erstmal die erste. Crazy Jimmy hat im Northeast Park den Wagen abgestellt. Find ihn vor den Cops. Oder du bist ein toter Mann. Ja, und das ist auch so eine schöne Sache. Das Spiel ist nämlich relativ schwierig. Ups. Ich habe 100 Punkte... Ah, verdammt, falsche Taste! Ich habe jetzt 100 Punkte bekommen, weil ich den Typen umgebracht habe. Nein, es gibt hier relativ viele Missionen mit Zeitlimit. Und wie man sieht, die Kamera, die ist oft viel zu nah dran. Die ist einfach zu nah dran. Und das ist scheiße. Und das Coole ist halt auch hier, dass es bei den ganzen Maps einfach Geheimnisse gibt. Also geile Waffen oder Multiplikatoren zum Einsammeln. Was ist das? Du kommst aus der Gefängnisfreikarte. Das ist sehr praktisch, weil sobald wir festgenommen werden, würden wir eigentlich die ganze Ausrüstung, die ganzen Multiplikatoren verlieren. Mit dieser Karte können wir festgenommen werden und wir behalten alles und verlieren nur die Karte. Der Pfeil zeigt immer in die Richtung, in der sich ihr Ziel befindet. Er beschreibt allerdings nicht immer auch den schnellsten Weg dorthin. Okay. So, auf jeden Fall, auf dieser Map gibt es 1000 Verstecke. Also Multiplikatoren, gute Waffen, hier Panzerung. Bring den Wagen in Westpark zu Dully, aber beeil dich. Wir haben hier ein paar frische Donuts. Donuts. Ja, also es gibt ja Multiplikatoren zusammen. Und hier und da einfach mal einen Raketenwerfer auf der Straße oder eine schusssichere Weste, die hier alles andere als unpraktisch ist. Allein schon aufgrund der Tatsache, weil wir nach einem Schuss tot sind. Ja, und wenn wir tot sind, verlieren wir einfach mal, glaube ich, alles. Also mit dem Multiplikator bin ich mir, glaube ich, nicht sicher. Ich glaube, der wird dann nur halbiert. Hier wird bei mir jetzt 0,5 ergeben, aber ich kriege dann nicht nur die Hälfte der Punkte. Oh, guck mal, was ist das? Warten Sie, bis sich das Garagentor geöffnet hat, bevor Sie in ein Gebäude hineinfahren. Ist sinnvoll, ja. Maschinengewehr ist sehr gut, eine der nützlichsten Waffen hier im Spiel. Ich warte jetzt gerade eigentlich nur bis... Ach, die ist schon offen, okay. Jimmy braucht den Fahrer. Telefonier an der Southwest Park U-Bahn Station mit ihm. Ja, wussten das Dingens. Diese Motorräder, diese bunten Motorräder, sind die schnellsten Wagen überhaupt. Und natürlich lassen sich die ganzen Wagen auch anders fahren. Also es gibt hier Unterschiede in der Geschwindigkeit und in der Robustheit auch. Nur bis hier mal ein Wagen kaputt ist. Also das war total erschreckend für mich. Zeit 18. Hey, es war erschreckend für mich, als ich das erste Mal GTA 3 gespielt habe, wie schnell die Wagen da kaputt sind. Hier halten die eine ganze Menge aus. In Southeast Island City steht ein Taxi mit falschen Nummernschildern. Hol's dir und hol mich anschließend von der Bank im South Park ab. Ich habe jetzt schon 25.000 Punkte. Das heißt, wow, 2,5% des Ziels habe ich erfüllt. Das ist auch gut so. Aber die meisten Punkte gibt es dann halt immer beim kompletten Missionsabschluss. Jetzt mache ich immer so Teilaufträge, dann kriege ich mal ein paar Punkte. Und hier ist ein richtig geiler Wagen, auf jeden Fall. Okay, da kriegt das Wasser. Und wie man sieht, also das mit der Kamera ist hier nicht so gut gelöst. Also gerade wenn man irgendwie auf Zeit ist oder so, wenn man die Karte nicht kennt. Hol dir das Taxi, das vor dem Striptease Club im Band Westpark steht. Ja, unser Pieper, der versorgt uns auch mal oft mit Geheimnissen, also mit Geheimmissionen. Ich weiß nicht, scheiße, ich glaube, das war oben. Fuck! Ah, gut, komm. Ja, auf jeden Fall, für jeden Unfall, den wir bauen, kriegen wir auch nochmal ein paar Punkte. Problem ist nur, je mehr Unfälle wir bauen, umso attraktiver sind wir für die Polizei. Natürlich gibt es hier auch Polizei. Wo denkt ihr hin? Okay, hallo. Ich glaube, da müssen wir rein. So, nachdem sie ein Fahrzeug abgeholt haben, werden die Cops wie die Pest hinter ihnen her sein. Okay. So, okay, Moment. Ich sehe. Das ist jetzt zum Beispiel scheiße, weil ich jetzt gerade einfach nichts sehe. Wenn da jetzt Gegner gewesen wäre, es scheiße gewesen. So. Taxi. Taxi. Oh, jetzt. Irgendwie eilt das ein bisschen. Ist das schon fast kaputt oder was? Oder sind die Taxen einfach immer so lahmarschig? Ich weiß gerade nicht mehr. Ich glaube, die schnellsten Wagen waren hier auf jeden Fall mit der hier rechts fährt, neben mir. Oder auch die Polizeiwagen waren scheiße schnell. So schnell, dass die PlayStation die Awesomeness nicht handeln konnte. Wow. Also ich konnte die Grafik einfach nicht unbedingt schnell genug aufbauen. Oh, mein Bein piekt. Deswegen hat es angefangen zu laggen. Und das ist dann echt beschissen. So. Das Coole ist auch, wenn die Wagen beschädigt sind, werden die auch langsamer. Also die lassen sich einfach nicht mehr so gut fahren. Und die rattern dann so komisch. Und nochmal hier. Hallo. Wenn jemand abzuholen ist, fahren Sie mit dem jeweiligen Fahrzeug möglichst nah an die Person heran. Ach, die soll ich abholen. Ja, dann warte doch mal. Ich wollte dich nicht vertreiben. Guck mal, hier. Hallo, guck mal, wo ich bin. Da, guck. Steig ein! Ach so, du warst. Du warst das. Bobby hat in South Island Heights ein kleines Liebesnetz. Bring mich dahin. Da oben sind jetzt vier Polizeiköpfe. Das bedeutet einfach nur, dass wir jetzt gerade einfach die maximale Stufe haben, in der sie uns suchen können. Mehr als vier geht nicht. Also es gibt ja noch keine Bürgerwehr wie in den späteren Teilen.
Ist aber ganz gut so. Das Spiel ist so schon schwer genug. So, wenn uns die Polizei sucht, ist es relativ unpraktisch, über Straßen zu fahren. Weil, ich bin mir da nicht ganz sicher, aber vielleicht kann ich das jetzt schon demonstrieren, dass die nämlich Straßensperren aufbauen, wo die gerne mal mit Maschinengewehren lauern. Und dann ist ratzfatz mal nämlich mein Wagen kaputt. Ach, guck mal, da sind wir doch schon. Und? Hey, Mission completed. Nicht schlecht, mein Junge. Du hast dir deinen Anteil verdient. Willst du nicht noch auf den Kaffee reinkommen? Nein, danke. Was sagst du jetzt? Wow. Schwing deinen Arsch zum Telefon im Park, wenn du mehr Aufträge willst, aber natürlich. Wie man sieht, ich habe jetzt 80.000 Punkte und jetzt habe ich kein X1 mehr unten stehen, sondern X2, also mal 2. Das heißt, ich habe Multiplikator und für die nächste Mission bekomme ich die doppelten Punkte, falls ich überleben sollte. Und wenn ich die schaffe, bekomme ich dann in der übernächsten Mission die dreifachen Punkte und es geht immer so weiter. Und in späteren Missionen, ich muss natürlich nicht immer nur 1 Million Punkte erreichen. Es wird von Mission zu Mission immer mehr. Oh. Ja, da, bla, was wollte ich jetzt sagen, genau. Da bin ich auf die Multiplikatoren schon fast angewiesen. Vor allem, weil die Missionen natürlich auch schwieriger werden und alles. Ist ja klar, ne? Ist ja klar. Okay, aufgrund der Tatsache, dass ich das Motorrad habe und auch runterfallen kann, fick dich, ist das echt besch... Dankeschön! Ich habe einen Kossi! So, einer der schnellsten Karren hier überhaupt. Sehr geil. Ja, und noch eine kleine Sache, es gibt ja auch Panzer, die sind meistens ziemlich versteckt. Sind noch nicht auf der Karte eingezeichnet und wenn man die offensichtlich sieht, muss man gucken, wie man da hinkommt. Ja. Also es gibt ja super viel zu entdecken und das ist das, was mir hier so gefallen hat in dem Spiel. Einfach diese Freiheit, die man hat. Die Angels haben einen unserer Dealer erledigt und sind dann mit dem Stoff abgehauen. Bobby will sein Zeug zurück. Okay, das hört sich doch an, als müsste ich gleich kämpfen. Finde ich jetzt eigentlich nicht so schön. Komm, wir fahren in den Park. A walk in the park. Wow. Komm ich da hoch? Ja, hervorragend. Oh, was ist da drin? Was ist da drin? Das möchte ich jetzt aber unglaublich gerne wissen. Eine Knarre. Interessiert mich nicht. Habe ich auch schon. Panzerung wäre nicht schlecht. Das ist auch super praktisch, wenn man weiß, wo die Items sind. Also zum Beispiel in den letzten Missionen weiß ich, ich muss mir eigentlich vor fast jeder Mission muss ich mir so eine scheiß schusssichere Weste holen. Nachteil bei dem Spiel allerdings ist, im Gegensatz zu den späteren Teilen, man kann während der Mission nicht speichern. Das heißt, den ganzen Fortschritt, den man dann gemacht hat, ja, ist dann für den Arsch, ne? So ungefähr kann man sagen. Ich war gerade noch ein bisschen rum, weil ich scheine keinen Zeitdruck zu haben. Ich habe gehofft, dass ich im Park vielleicht noch was finde. Also so ein Multiplikator ist zum Beispiel auch super praktisch, wenn man den findet. In Southwest Island. Hate. Fährt ein wahnsinniges Schoss. Was? Aber ein wahnsinniges Schoss von einem Sportwagen rum. Ein Beast. GTS. Ah, okay. Nein, da habe ich jetzt was drin gehofft. Okay, ich brauche auf jeden Fall Panzerung, ey, weil ich möchte jetzt nicht schon direkt verrecken. Ich glaube, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, wenn ich jetzt direkt weiterspielen würde, also wenn ich jetzt, würde ich jetzt die erste Mission, Entschuldigung, beenden und würde dann die, würde dann die nächste Mission danach machen, dann, ich überlege gerade, was ich jetzt sagen wollte, dann, genau, dann würde ich die Multiplikator, glaube ich, in die nächste Mission erstmal mitnehmen, aber sobald ich neu lade, ist Ende im Gelände. Achten Sie auf Ihren Pager. Der Boss schickt Ihnen darüber nähere Informationen über andere Aufträge. Ich glaube, das ist der Beast GTS, von dem die sprachen. Ich bin mir jetzt nicht sicher, weil ich bin jetzt gerade in der Mission drin. Wenn ich hier reingehe, kann ich euch schon mal verraten, startet eine andere Mission. Ich weiß nicht, ob ich die Mission, die ich jetzt angefangen habe, nochmal machen kann. Deswegen mache ich die erstmal weiter, die offizielle Mission. Falls wir dann hier einen Wagen finden sollten, wir haben oft sowieso nicht genug Missionen, um die Punkte zu erreichen. Da müssen wir sowieso noch ein paar Geheime erledigen. Dann, wow, hallo. Dann würde ich das nochmal machen. Fahren Sie mit zu einem Bombshop, um Ihren Wagen mit einem Zünder und Sprengstoff ausrüsten zu lassen. Mit dem Attack Key aktivieren Sie die Bombe, aber denken Sie daran, sich rechtzeitig außer Reichweite zu bringen. Danke für den Tipp. So, das ist so geil, das Spiel, echt. Das macht so einen Spaß, ne? Es ist auch einfach so schlicht. Es ist einfach nur rumfahren und Punkte sammeln. Mehr ist das ja im Endeffekt nicht, aber durch die Freiheit, die hier eingebaut haben und durch das Fee... Habe ich gerade ein Telefon gehört? Moment.